sieht jetzt auch ganz gut, perfekt. Wir haben da jetzt hier perfekte Entdeckung und schießt dann mit den Raketen durch. Die Schüsse gehen da einfach durch die Wand durch. Ja, ja, was da los, ja, Leute, hier ist wieder der Bendy und der Haubner von Die Buddies Zocken zu einem neuen Fortnite-Video und heute zeigen wir euch, wie man mit einem Raketenwerfer durch Wände schießen kann. Wir wollen das Ganze auf jeden Fall im Multiplayer probieren und vielleicht können wir so auch einen Gegner töten. Auf jeden Fall zeigen wir euch das Ganze mal, wie das funktioniert. Ich habe hier einen Raketenwerfer, ich sitze in Sicherheit in meinem Bunker und ich zeige euch das mal, wie ich da durchschießen kann. Okay, der erste Schuss ging durch. Leute, ich zeige es direkt nochmal. Wir wollen das auf jeden Fall auch noch mit anderen Sachen testen, mit anderen Raketenwerfern und mit Waffen. Und wir gucken uns das jetzt Ganze mal ganz kurz hier in Spielwiese an. Und dann jumpen wir in eine Multiplayer-Runde rein. Genau, man sieht jetzt auch ganz gut, perfekt. Wir haben da jetzt hier perfekte Entdeckung und schießt dann mit den Raketen durch. Auf jeden Fall. Ich schieße gleich nochmal, ich habe keine Raketen mehr. Das, die Schüsse gehen da einfach durch die Wand durch. Also das ist eigentlich schon absolut unfair. Und ja, wir gucken jetzt und holen nochmal einen normalen Raketenwerfer und versuchen das mit dem auch. Wäre natürlich krass, wenn das mit einem Standard-Raketenwerfer auch funktioniert. Und ja. Na doch, geht da. Okay. So Leute, auf geht's nach Tilted Towers. Hier gibt es viele Gegner, viel Loot und ich hoffe mal, wir bekommen hier den neuen Raketenwerfer. Wir haben das, wie gesagt, auch noch mit anderen Sachen jetzt in Spielwiese getestet und wir sind zum Entschluss gekommen. Es funktioniert nur mit dem neuen Raketenwerfer. Der hat anscheinend irgendwas Besonderes auf sich und ja, mit dem geht das Ganze auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich rasieren und hoffentlich das Teil dann finden. Das wäre auf jeden Fall unser Ziel und dann versuchen wir durch die Wand ein paar Gegner wegzuschnetzen. Und ja, du hast auf jeden Fall schon einen ordentlichen Fight gehabt, einen Gegner weggeholt, nice. Zwei? Ja, zwei sogar. Und der hat mir auch so neue Fahrzeuge lecker, schmeckt schon mal. So, am besten... Ja, und das was? Mit der Minigun gekillt, oh, also. Ja. Minigun, deine Lieblingswaffe, ich sag's dir. Okay, am besten kommt auch noch ein netter Kollege vorbei und bringt den Raketenwerfer mit. Das wäre nice. Sonst müssen wir auf dieser Blade Road. Sollten wir auf jeden Fall eine große Chance haben, das Teil zu bekommen und... Aber ich nehme mal wieder meine heißgeliebte Scope da eher mit. Ein paar Schildtränke wären noch nice, Leute. Und dann kann es eigentlich schon losgehen mit der Zerstörung. Und ja, ehrenwerte Scar liegt hier auch rum. Nehme ich mit. Ich meine, wenn sie schon hier liegt, dann kann man die mitnehmen. Ich habe auch einen schönen Grappler bekommen. Also, Runde ist gewonnen. Win, safe. Ist safe. Leute, Grappler. Oh Gott, was macht der denn? Ich weiß nicht. Junge, was ist das denn? Was ist das denn für eine Taktik gewesen, Mann? Du hättest wenigstens fighten können oder was, aber nicht direkt sterben. Ah, Anzeige ist raus. Er hat quasi Selbstmord begangen. Okay. Schade, dass ich den Kill nicht bekommen habe, weil ich meine, Leute, ich habe ihn zumindest abgeballert. Hier ist auf jeden Fall noch eine Scar, wenn du Bock hast. Ich bleibe ausnahmsweise mal bei der Goldenen. Oder ich hole mir als erstes den. Ja. Hat auf jeden Fall die heftige Shotgun. Achtung. Er ist rein. Ich komm hier nicht weg, du hast mich so gestuckt, Mann. Oh mein Gott. Oh, zum Glück. Der Haubner tötet mich fast. Oh mein Gott. Okay, der ist weak. Kommt er hoch? Ich warte, ich weiß, wo ein Medkit ist. Er ist auf jeden Fall nach unten gelaufen. Ich glaube, ich habe. Nee, ich habe keins gesehen. Wo? Ein. Komm mit. Ein HP. Unten. Der Kollege kommt jetzt hier. Okay. Ah, ich höre den auch hier. Passiert erstmal ein 71er Headshot. Also, es droppt er nach unten. Passiert er wieder. Komm, jetzt geht er down. Nice, okay. Der hat Solo hier ordentlich noch Faxe gemacht und ein bisschen reingeschwitzt. Hat ihm aber im Endeffekt nichts gebracht. Guck mal an, was der für Zeug hatte. Das ist eigentlich richtig nice. Okay. So, hier liegt noch irgendwo ein bisschen Loot für mich, hast du gemeint? Kommt von der Seite. Wo genau? Ja, Alter, er schießt durch die Wand durch. 10er Damage mit Shotgun auf die Range. Ja, Moment, sie will mich komplett pranken. Tanz! Hat nichts mehr zu bauen auf jeden Fall. Tanz, nice! Einer genockt, der andere auch down. Woo! Nice! Okay. Ey, Leute, Anzeige ist raus. Warum passiert das immer mir? Der Gegner steht vor mir. Ich habe die krasseste Shotgun, die am meisten Schaden auf kurze Distanz macht. Was? Was habe ich gesagt? Achter Schaden? Lächerlich. Nice. Aber ich muss sagen, die Boogie Bomb war schon fresh von mir. War nice, beide tanzen. So, ich komm. Können nichts mehr machen. Rechtlich direkt auf die Heavy Pump. Ne, die fahren hier runter. Okay. Looten. Leute, es geht weiter mit der Action. Fahren durchs Gebäude. Okay. Okay, du lenkst dich schon mal ein bisschen ab, sehr gut. Ich gönn mir noch den Trank. Da wirft einer noch Granaten hoch. Komm, ich gehe mal direkt auf High Ground hier hoch. Oh, das Wurf. Sehr nice.
Okay, der kassiert schon mal Schelle. Ja. Ja, der andere kann mich nicht treffen. Feels bad for him. Er läuft weg. Hat Hit. Er läuft weg. Ich geh nach. Okay, beide dort. Achtung. Also, ich nehme Rift. Beide mit Rift to go durchgezogen. Ey, Mann. Ja, Pussys. Oh, die haben das Auto da gelassen. Ehrenhaft. Hallo, ich will die Bäume abbauen. Ich bin der Meinung, der sollte das Holz droppen, Mann. Okay, irgendwo hat jemand geballert. Hinter uns. Nicht gut geht es. Oh ja, die machen Faxen. Ich fahr einfach weiter. Wir können nämlich in der Zone ein paar Loot Drops klären. Wo waren die? Die waren direkt da, wo die geballert haben, quasi. Ein paar Meter hinter uns. Oder ziehen die nächsten durch. Ripped. Okay, ich würde sagen, genug Auto-Action. Gegner, komm! Achtung, er hat Heavy Sniper. Hier drinnen, über uns! Genug, einer? Anderer da unten. Und ich schieße mich selbst runter quasi. Oh, nice. Ist down. Okay, die hatten zumindest schon mal Raketenmuni am Start, was nice ist, aber... Minis liegen, große Schild drin klickt. Ja, ich nehme kurz einen Chuck-Chuck. Okay. Okay, auch nice. Klasse von denen auf jeden Fall, dass sie direkt wieder rein wollten in die Action. Haben aber hart kassiert. Ja. So, wir gönnen uns den Trank und dann, Leute, auf geht's, ein paar Loot Drops geiern. Und hoffentlich bekommen wir dann den Raketenwerfer. Ich meine, wenn wir damit durch die Wand einen Gegner töten, das wäre ultra krank. Der andere kommt gerade. Ich sehe den noch nicht, siehst du den? Ist über uns, über uns. Okay. Schaff runter, Achtung. Hat übel Hit down. Nice! Woo! Nice! Okay, nächster Gegner weggeholt, Leute. Es leben nicht mehr so viele. Ich will jetzt dann den Raketenwerfer finden. Ja, hier liegt ein Rift to go. Wir könnten damit kurz in die. Ja, ich kann mir noch. Zu diesen Blind Drops. Ich habe nämlich einen gehört. Okay, auf geht's dahin. Ich habe auch ein Lagerfeuer für dich, wenn du Bock hast. 2000 Jahre später. So, Leute, wir zocken jetzt schon wieder seit 2 Stunden. Es leben nur noch 6 Gegner. Wir looten so viele Loot Drops. Wir haben einfach so viel Pech und finden den Raketenwerfer nicht. Das ist unglaublich. Das gibt's doch nicht. Ist halt echt so. Okay, vielleicht kommen noch ein, zwei Loot Drops, dann holen wir die auf jeden Fall. Aber wir wollen auf jeden Fall auch jetzt erstmal die Runde natürlich gewinnen. Das ist auch unser Ziel. Aber ja, kann man nichts machen, wenn man so viel Pech hat. Ihr habt zumindest auf jeden Fall in Spielwiese gesehen, wie das Ganze funktioniert. Und dass man da ganz easy durch Wände schießen könnte. Und ihr könnt den Trick jetzt natürlich auch verwenden, solange Fortnite den natürlich nicht patcht. Und ja, mal gucken. Ich hoffe trotzdem, wir bekommen da jetzt noch den ein oder anderen Loot Drop. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Wir warten den auf jeden Fall auch ab. Ja. 6 andere, keine Ahnung, wo die sich schon wieder verstecken. Die kämen wieder alle so richtig, richtig hart. Ich sehe gar keinen, du? Nö, ich auch nicht. Da unten, ja, ich sehe Osten, einen. Osten, ja. Im Haus. Hat Hit. Ja, einer hat noch 2 Hits. Und andere Südosten unten. Okay. Hinter uns. Hat auch Hit. Was? Wie er mir drückt. Okay, ich hoffe, die pusht jetzt nicht direkt nach oben, aber die fighten auch, das ist sehr gut. Er hat sich ins eigene Knie geschossen. Das sind so die Retards, die schießen einfach nur auf uns und dann sterben die an Zone. Nee, der mich gesniped hat, der war hinter uns im Südosten, der hat mir einen Jumpshot gegeben mit der Sniper. Ja, moin. Guck mal, was die da für Faxen machen. Das ist ja nicht so intelligent. Erstmal mit Raketenwerfer runterballern. Oder kassieren Raketenwerferschuss. Ah, er hat's überlebt. Okay, nice. Sind noch die anderen. Er steht am offenen Feld. Passiert erstmal. Hat noch einen Hit. 3 Hits. Okay. So, ich schieße noch ein paar Mal rein mit Raketenwerfer. Oh Gott, da hat er aufgeballert, habe ich gar nicht gecheckt. Einer kommt noch hoch und einer ist unter uns schon. Okay. Ich würde ganz gerne die Bandages nehmen. Du Faxen. Ja, ich sehe den unter uns. Der kassiert eine Boogie Bomb. Ja, kannst. Geht nach unten. Fliegt erstmal richtig weit rum, was? Der hat den Raketenwerfer, der hat ihn halt. Wo ist er? Da rechts, Südwesten. Ja, ich sehe den. Der Treppe. Oh Mann, mach jetzt hier nicht so Faxen, alles klar. Digga, das ist so unfair, das Teil. Hallo. Welche Schüsse hast du denn davon? Super. Materialnot ist auch am Start bei mir. Was macht ihr? Geht in die nicht. Zone, oder was? Ich hol dich mal. Ich gehe in die Zone zuerst. Okay, ich bin in der Zone. Ja. Lauf nicht die ganze Zeit weg, Mann. Okay, du bist in der Zone, ich hole jetzt erstmal dich. Ja. Bin hier safe. Deine hat gute Shots kassiert auf jeden Fall. Der hat Angst. Okay, Leute, 4 Gegner noch. Ihr seht, ich weiß nicht, warum heute wieder alle so hart schwitzen, aber wir wollen nur hast was versuchen. Minis? Ja, 2 Minis habe ich für dich.
Attack. Gönn dir mal. So, komm. Ich will nicht, dass er mit dem geilen Raketenwerfer der letzte Überlebende dann ist. Shit, wir haben ja gar keine Zeit. Oh lol, die Zone ist richtig schnell. Ich bin gleich wieder tot. Na moin. Nicht sterben, Mann. Eine ist unten, wir müssen jetzt alle runter. Ich hab kaum Material, 130 Eisen. Ich hab genug. Okay, einer links von dir. Ja. Schießt hier runter. Ja. Oder er hat es geschafft. Ich geh auch runter. Oh mein Gott, der hat schon wieder den Raketenwerfer. Er trifft mich halt, ich habe echt nichts mehr zu bauen, Mann. Mhm. Digga, ich bin so wild. Ich hab einen Lock. Nice. Beide mit dem Raketenwerfer vor uns und wir gewinnen! Ey, wir wollten nicht gewinnen, Mann! Jeder hat den scheiß Raketenwerfer, nur wir nicht. Okay, Leute, zumindest haben wir doch einen Win geholt. Ihr habt sein Spiel, wie sie gesehen, wie es funktioniert. Aber was soll man da machen? Die haben alle Glück, obwohl wir die ganze Zeit auf Lootjobs geiern. Wir bekommen ihn nicht, den Raketenwerfer, und die anderen haben Glück und da droppt er aus der Kiste raus oder so. Keine Ahnung. Aber ja, wir hoffen trotzdem, euch hat es mal wieder gefallen und der neue Trick. Und ja, haut rein, bis morgen. Ciao. Ciao.